Michis Hobbys ist nicht wirklich gut zum Lesen. Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, auf dem Tisch stehen wir ein Puzzle bauen. Und ja, wir bauen ein Puzzle. Ich war letzte Woche am Wochenende einkaufen und ich habe nicht widerstehen können. Es ist so doof, oder auf das zweite Puzzle war 50%. Und auch wenn es eigentlich trotzdem immer noch einen 10er kostet hat pro Puzzle. Aber ich habe eins verkauft. eins von diesen mediterranen Places, das da habe ich schon. Und das habe ich mir jetzt dazu gekauft. Ja, das ist so ähnlich wie die gezeichneten. Ganz ehrlich, finde ich das schön. Also so mediterranen Strukturen, Haus, der Weg, wow, das wird schön zum Bauen, echt. Da können wir das zweite Puzzle, das ich habe, das ist das da auch noch bauen und dann können wir sagen, welches leichter war, obwohl ich kann jetzt schon wetten, dass das da leichter war, als das jetzt sein wird. Was mehr Spaß macht, weiß ich nicht. Vielleicht vergleichen wir es ein bisschen, aber man, das sind wieder zwei gleiche Ravensburger Puzzle aus dem selben Ding, aus dem selben Puzzle Highlights, Mediterranean Places, also zwei von denen. Aber die haben wir, also die sind auch wirklich schön. Eigentlich sind sie alle schön. Obwohl ich ehrlich gesagt so viel Himmel mag ich gar nicht. Also das da, obwohl das ist schon schön. Aber das da finde ich voll schön und das da habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt von meinem Sohn. Da hat er das richtig ausgesucht. Das ist nämlich echt schöne bunte Häuser und eine schöne Atmosphäre. Gut. Aber heute haben wir mal das erste bauen. Ich habe das mit den Challenges irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt. Da gibt es ganz viel und da bauen ganz viel drum. Ich habe das auch schon mal gesehen. Ich habe ein paar in der Hand gehabt. Ich hätte mir auch das Mario kaufen können oder das Harry Potter, aber ehrlich gesagt, früher als genau diese, ich weiß nicht, das sind glaube ich die ersten 150 Pokémon, die es gegeben hat. Ich war auch schon mal Pokémon-Fan und ganz ehrlich, das hat es mir direkt an da, weil da sind so viele Pokémon. Und man kennt, oh, ein Bisa Flor oder ein Bisa Sam oder ein Bisa Knosp. Nein, das ist das Bisa Flor, das ist das Bisa Knosp. Ja. Ein Raichu, Pikachu, Enter, ein Dragana, Glurak. Also, ich kenne eigentlich ziemlich viel, das reizt mich. Das hat mich gleich gereizt, wie ich es gesehen habe und mir gedacht, okay, war eine Challenge, dann immer sie die 150 Pokémon, die es am Anfang gegeben hat. Ich glaube, das sind nämlich genau die 150. Steht da jetzt nicht wirklich was drauf. Ja, 2019, Pokémon Company. Ja. Challenge Pokémon. So. Ich setze meinen Finger noch her, dann fangen wir nämlich das da aufschneiden und dann ist es trocken. Schauen wir mal, ob was drin steht oder ob irgendwas anderes mit drin steht, wenn eine Challenge da ist. Vielleicht ist eine Challenge auch noch innen. Obwohl, ehrlich gesagt, kann man das gar nicht vorstellen. Das ist einfach nur ein Puzzle. Ein Puzzle mit lauter Pokémon drauf. Eigentlich sucht man den Puzzle das ja aus. Was sie. Vielleicht ich auch ehrlich, ja. Ein bisschen vorsichtiger sein. Da haben wir die Schachtel weg. Welche Puzzle haben wir immer? Puzzle. Aber sie wirken ja immer noch bei welchen Puzzle. Das Schlimme daran ist, wenn man sich in den ganzen Puzzle-Communities bewegt, dass man echt das Gefühl hat, man verliert irgendwo die Übersicht oder den Boden unter den Füßen. Manchmal ist es so schräg, wenn man dann glaubt, der hat eh schon den Post gemacht von dem Puzzle. Ich meine, das ist mir schon passiert, dass ich ein Foto gepostet habe.
dass die Kassel das drin trennen lassen. Dass ich, das ist mir auch schon passiert, dass ich Fotos doppelt gepostet habe, aber wenn ich halt aus dem Status und aus dem Status und dann muss ich was mit der Musik hinterlegen und dann muss ich mir ein einzelnes Pokémon rausnehmen oder ein Super Mario oder sonst was. Und ganz viele Pokémon und dann Musik hinterlegen und dann so, da ist wirklich viel passiert. Okay, ich kann ja doch nicht aus. Vielleicht haben wir es nochmal gescheit um. Was ist das mit dem? Ah, nein, stopp! Auf jeden Fall ist das eins, das habe ich schon gesehen, aber es ist auch so, ich bin ja ein bisschen Pokémon-Fan. Normalerweise sind Merch-Puzzle eh wirklich überhaupt nicht so zu klären, so abgeschmissen. Wo ist das? Ach, da. Weil ich so unnötig finde, so immer Schauspieler und solche Leute, die spielen ja die Rollen nicht. Ich mag die erst die Person, aber warum soll ich mir die ganzen Schauspieler von den Harry Potter-Filmen nehmen? Aber ich weiß nicht, von Pokémon-Karten habe ich die Pokémon-Karten, die es da gegeben hat, dann ganz am Anfang. Ich weiß nicht, von der Kronenzeitung, weil meine Schwiegerleute haben die Kronenzeitung gehabt und die haben es dann irgendwie aufgehoben und dann haben wir es aufgelegt und da habe ich tatsächlich, glaube ich, alle gehabt für diese Pokémon-Karten, das war die selbst bastelten. Und da stehen immer die Namen drauf und das, ich bin echt neugierig. Vor allem glaube ich nicht, dass es so schwer ist, weil bei einem Mario-Puzzle oder so, oder dann sind Marios und Luigis und Prinzessinnen, und die sind einen Haufen übereinander doppelt dreifach tun. Aber da ist jedes Pokémon ja nur einzeln und auch wenn ein paar Elemente gleich sind, aber. Hey, da ist ein Mewtwo. Das habe ich gar nicht gesehen. Mal schauen, wo das Mewtwo ist. Na, schau jetzt nicht nach. Ich werde es finden. Aber es schaut aus wie ein Mewtwo. Ich finde das lustig. Ich glaube, ich werde euch jetzt allein lassen. Ich werde zwar noch ein bisschen quatschen, weil ich finde das immer nur lustig und ich finde das lustig. Und das Pummelhof und ich werde. Relaxo. Ich finde Relaxo super. Das ist so schick möglich. Und geschlaft oder es ist. Thank you.
So, und jetzt sind wir am Ende des Videos, wieder in Normalgeschwindigkeit und schauen wir mal die letzten paar Teile. Dadurch, dass ich dann am Schluss irgendwie die Lücken gefüllt habe, ja, ist ein bisschen vertraut, nicht so schön, aber ja, wir bauen jetzt einfach mal die letzten paar Teile ein. Ich finde es wirklich voll lustig, also es hat wirklich voll Spaß gemacht, ich habe das auf zweimal gebaut. Bauzeit waren ungefähr 4,5 Stunden, das heißt auf zweimal ungefähr 2 Stunden, ein bisschen was. Ja. Es hat wirklich einfach so viel Spaß gemacht, dass ich dran gesessen bin, bis ich bei der einen Hälfte war und oder Zeit gehabt habe und war dann froh, dass es fertig war. Aber ehrlich gesagt, ist mir viel zu schnell gegangen. Also, irgendwie ist die Bauzeit so schnell vorbeigegangen und das hat sich dann doch. Ein paar Sachen haben sie gut ergeben, ein paar Sachen ein bisschen schlechter, aber das ist ja bei jedem Puzzle. Aber es ist so richtig stockt, steckt man einfach nicht, weil man hat immer wieder Pokémon zum Bauen. Ja, also ich habe die, was auch immer die Challenge war, eigentlich gar nicht so schlimm als Challenge empfunden. Es war wirklich ein voll super Puzzle und ich glaube, ich werde es demnächst mal wieder bauen. Das ist wirklich voll süß. Ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende des Puzzle-Videos. Wir schauen nochmal, wie die letzten paar Teile eingebaut werden. Und damit würde ich sagen, happy hoppy allerseits und tschüss, bis zum nächsten Video. Baba und Pokémon! Tada!